Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Reihe Companion Bible sind wir nun bei Appendix 72 angelangt, die Parenthese der gegenwärtigen Dispensation oder Haushaltung oder Ökumene. Prüfet alles und das Gute behaltet. Aus dem, was in Appendix 63 und 71 gesagt wurde, wird man sehen, dass es verschiedene Dispensationen, also Haushaltungen, Ökonomies gibt oder verschiedene Charaktere der göttlichen Verwaltung, die zu den verschiedenen Zeiten passen, in denen solche Verwaltungen ausgeübt werden. Der Zweck dieses Appendix ist es, zu zeigen, dass es im Alten Testament, während dieser gegenwärtigen Dispensation geheim gehalten wurde, vergleiche Matthäus 13, 34 und 35, Römer 11, 25, Epheser 3, Vers 5 bis 9. Bemerkenswerte Brüche gibt, die nur erklärt werden können, wenn wir den Schlüssel in die Hand bekommen haben. Es gibt bestimmte Schriftstellen, die wir nicht verstehen können, wenn wir diesen Schlüssel nicht benutzen. Wie die Engel und Propheten, 1. Petrus 1, 11 und 12, suchen wir vielleicht vergeblich, während andere sich weigern zu suchen und in diese Dinge hineinzuschauen. In diese Dinge hineinzuschauen und sprechen profan von Lückentheorie. Ob es sich um eine Theorie handelt, möge die Schrift entscheiden und der Heiland selbst uns lehren. In der Synagoge von Nazareth fand er die Stelle, wo geschrieben stand: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesandt, den Armen das Evangelium zu verkünden, Armen zu predigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, und den Gefangenen Befreiung zu verkünden und dem Blinden das Augenlicht wiederzugeben, um die Zerschlagenen zu befreien, um das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Und er schloss das Buch zu und gab es dem Diener wieder und setzte sich nieder. Lukas 4, Vers 18 bis 20. Warum diese geheimnisvolle Handlung? Warum die Lesung nicht fortgesetzt? Weil er es nicht konnte. Denn die Worte, die unmittelbar folgen, beziehen sich auf das Ende des gegenwärtigen Gnadenzeitalters und sprechen vom kommenden Zeitalter des Gerichtes. Hätte er weiter Jesaja 61, 1 bis 2 gelesen, wären die nächsten Zeile lauten würden: Und der Tag der Rache unseres Gottes. Aber dieser Teil der Prophezeiung sollte sich dann nicht erfüllen. Soweit er gelesen hatte, konnte er wirklich sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Aber er hätte nicht sagen können: Heute ist diese Schrift erfüllt, wenn er nicht das Buch geschlossen, sondern die nächste Zeile zu lesen. Und doch steht in der autorisierten Version und allen anderen Versionen nur ein Komma zwischen den beiden Zeilen, während zwischen den beiden Zeilen ein Zeitraum von 2000 Jahren zwischen den beiden Aussagen liegen. In den Manuskripten gibt es überhaupt keine Interpunktion. Dies zeigt die Bedeutung des Suchens, Hineinschauens, die Art der Zeit, von der die Propheten schrieben. Weitere Beispiele finden sich in, und da seht ihr die ganze wunderbare Liste, lest sie durch und ihr habt nur Gewinn. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt,
der Allmächtige. Dies alles hat uns wie immer unser Bruder im Herrn Jesus Christus, Antonino, für uns so schön zusammengestellt. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch viel Freude beim vertiefenden Studium des Wortes Gottes. Amen.